Moin Leute, Captiver hier und willkommen zurück zu meinem Anno 1800 Let's Play. In der letzten Folge haben wir hier schon fleißig das Ganze ausgebaut und ich habe mir aber nochmal überlegt, ich werde es hier nicht so machen. Ich werde da definitiv es wunderbar für alle Beteiligten hier voll bauen und dann eher die Fläche dann nochmal nachträglich erweitern. Das heißt, wir gehen jetzt da rein und machen das nochmal alles hier weg. Und beginnen dann, warum auch immer das jetzt gerade hier nicht will. So, das machen wir dann schon ein bisschen passender. Gut. Dieses Eck haben wir hier auch. Müssen vielleicht sogar noch mal überlegen, ob man nicht ja das hier noch ein bisschen erweitern. Das schauen wir uns dann gleich mal an. Je nachdem, wie weit wir denn da unterwegs sind. Und vielleicht reicht das ja auch schon hier die ganze Produktion von Sekt und Trauben. Wir werden sehen, wie weit wir damit kommen. Alternativ, ich könnte auch mal nochmal schauen, haben wir noch eine andere Insel, wo wir in Richtung Trauben eine kleine Insel hier vielleicht. Ne, da geht nichts. Haben wir nirgends die Traubenmöglichkeiten. Gut, wir könnten es dann zur Not schon noch optimieren, zumindest an den Ecken irgendwo. Ja, hier zum Beispiel, aber hier wird sich bestimmt auch unsere Zone ganz gut aufbauen, ja. Von daher, machen wir hier mal weiter. Gebäude wurden zum Raub der Flammen. Also, da haben wir jetzt nicht so arg viele Möglichkeiten. Auch das passt wieder. Dann wollen wir doch hier, soweit es geht, auch vorwärts kommen. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. So. Hier haben wir zumindest mal das Problem gelöst. So. Mal gucken, wie viel wir da noch reinkriegen. Und das letzte. So. Nur 35. Das ist doch Quatsch jetzt hier gerade. Naja. So. Läuft, würde ich sagen. Also, das haben wir. So, dann haben wir doch das Ganze. Da kommt noch ein Detektiv dazu. Nein, wir wollen uns jetzt auch mal erweitern irgendwo. Und zwar mit den Häusern. Da müssen wir uns was überlegen. Das können wir ganz gut hier, glaube ich, drauf bauen. Das heißt, wir nehmen mal eine größere Insel und fangen mal an, uns das Layout vorzuplanen, das wir dann auch nutzen wollen. Wir wollen ja hier schließlich nachher so viel wie möglich Bauernhäuser drauf bekomme. Das heißt, wir beginnen hier mit mal schon schauen, 2, 4, 5, 6. So, ist sehr schön. Ein Feuer Da ist einen ausgebrochen. Versatz dann mit drin. So, und jetzt wird es immer ein bisschen weniger, ne? Liebe Leute, immer ein bisschen weniger. So. Und hier haben wir einen Fehler wieder drin. So. Passt. Wir sind es 4. Gut, da gibt es wieder ein paar mehr. Und hier ist jetzt eine ordentlich lange Batterie. Das ist schön. Und
Was genau ist jetzt hier das Problem? Oh, hier haben wir den Fehler gemacht. Jetzt muss so hin. Genau. Und dann können wir hier das Ganze so runterbauen, jawohl. Das geht auch auf die gleiche Höhe. Hier haben wir wieder den Versatz. So. Das passt auch hier. Gut. Und auf dieser Seite das gleiche Spielchen. Passt, würde ich sagen. Da stimmt was nicht. So. Wundervoll. Dieses Element sollte doch jetzt passen. Dann gehen wir hier rein und optimieren das Ganze. So, die letzte Kurve. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus sollte passen jetzt. Wunderbar, dann nehmen wir das mal mit und müssen wir jetzt mal schauen und ein bisschen rumprobieren, wie wir denn das dann zusammenkriegen wollen. Also wir nutzen diese Insel hier. Hätte ich vorgeschlagen, oder? Ja, vielleicht hier irgendwie. Beginnend. Ja, Moment. Können wir vielleicht auch so irgendwie da ransetzen. Ja, oder wir machen es wirklich so ganz da hoch. So, da geht's auf jeden Fall. Und wie wollten wir das denn zusammenbauen? Eigentlich so. Kriegen wir nur nicht alles rein. Okay, dann müssen wir das doch hier weiter nach rechts setzen. Ja. Wir kommen nicht drum rum. Wir setzen es so weit es geht nach rechts. Oder wir fangen halt hier ein bisschen weiter vorne an. Das wäre natürlich auch eine Option. Mal gucken, hier kriegen wir es nicht rein. Dann müssen wir das so bauen. Gut, vielleicht können wir es auch hier reinsetzen. So. Ah, da geht's nicht. Aber so geht's. Gut. Dann wäre das. So wäre es überschneidend. Nicht ganz optimal. Aber so können wir es zumindest mal hin platzieren. So, dann müssen wir den halt jetzt drehen, dass wir ihn hier noch reinkriegen. So, da verlieren wir hier unten zwar ein Haus. Wäre jetzt, finde ich, aber nicht schlimm. So. So, wollen wir mal. Auch das können wir. Mal schauen, wie wir das reinbauen wollen. Okay, da müssen wir echt improvisieren mit dem Lagerhaus, aber es geht rein. Es würde irgendwie reingehen. Definitiv würde es reingehen. Dann haben wir aber hier die gute Vorlage. Alles. So. Okay, da bringt es uns nichts, als es so. Passt ja. Dann machen wir das hier hin. Und die Feuerwehr hier hin. So, Verbindungen sind da. Also hier haben wir dann vier Stück schon mal. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier alles wieder verbunden kriegen. Und oh, ja. Sehr schön. So. Das passt endlich doch hier schon mal. Wir ein weiteres Wohnhaus, also das Layout läuft. Dann sollten wir auch keine Probleme mehr bekommen
mit den ganzen... Ja, das müssen wir nur jetzt mal hier nach ganz rechts setzen. Sonst gibt es hier nie was. So. Okay. Ein Traum, das ist alles verbunden. Mal gucken, ob wir da noch ein viertes vielleicht reinkriegen irgendwo. Jetzt sind wir zumindest hier gut aufgestellt in der alten Welt. So, das passt hier jetzt erstmal nicht. Hier nicht, aber hier wird es jetzt wieder reingehen. So. Da kriegen wir es nicht rein, aber starten wir halt mal mit einer 4. Gut, zurück auf diese Insel. Und auf diese Insel schauen wir jetzt mal, wie wir die letzten Dinge denn da noch optimiert bekommen. Wir brauchen das gleiche jetzt hier nochmal, eine Handelskammer. Wir wollen auf jeden Fall den Treibhof. Ja, den setzen wir hier hin, hätte ich jetzt vorgeschlagen. Damit haben wir eine Verbindung. Dann können wir nämlich das Ding hier auch entsorgen. Dann haben wir zum Beispiel eine gerade Linie. So. Wem fehlt hier eins? 36, 36, 35. So. Na klar, fahren wir hier hin. Gut. Passt alles jetzt. Wunderbar. Okay, da haben wir jetzt ein Problem mit dem Ding. So, wir müssen uns was überlegen, wie wir das da reinbauen. Bleibt nichts anderes übrig, aber die Distanz könnte gehen. 1, 2, 3. Ja, ich glaube eh nicht, dass wir da so viele brauchen jetzt im Moment. Dann haben wir das zumindest jetzt mal vorgesehen wieder. Den haben wir und den. Jetzt müssen wir halt überlegen, wie viel reduzieren wir denn hier im Moment. Wir haben ja noch gar keine anderen Bereiche für Weizen, aber deswegen wird es ja erstmal produziert. Dann würde ich sagen, wollen wir es auch nicht übertreiben, hier könnten wir ja eigentlich sogar beides hier hinknallen. Das sollte ja eigentlich gar kein Problem jetzt gerade mal darstellen. Zumindest wirkt es ja so. So, dann machen wir das doch. Hier gibt es noch die Feuerwehr. So. Dann nehmen wir jetzt erstmal Weizen mit. Endlich können wir ein weiteres so, Wohnhaus auf dem Campus erste, errichten. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wunderbar. Passt ja. Das passt richtig gut. Mal schauen, wie viele wir hier überhaupt reinbekommen. Und ob das also funktioniert, wie wir uns das hier wieder vorstellen, bleibt ja die gute Frage dann. So, da geht wieder rein. Alle schon mal bauen. Ja, und wie gesagt, irgendwann kommt der Punkt, wo wir wahrscheinlich Weizen dann gar nicht mehr so extrem brauchen. Dementsprechend werden wir dann eher auf die Trauben umsteigen. Jetzt im Moment macht es natürlich mehr Sinn, genau so vorzugehen und jetzt erstmal alles, was wir hier irgendwie in die Finger kriegen, aufzubauen. So,
Erste Element haben wir. Gut. Zweite. So. Sie haben an Einfluss gewonnen. Ah, wie viel kommt da noch? Sehr schön. Ich glaube, das ist jetzt schon voll die Insel, wenn ich jetzt damit fertig bin, mit dem, was ich jetzt hier vorgesehen habe. 64, 66. Gucken wir mal. Gut, die haben wir auch. Hier kommt wieder was. So, passt. Naja, mal schauen, wie viel wir da noch reinkriegen. 66er, das haben wir. Ja, wird ein interessantes Unterfangen, sage ich euch. Gut. Und der letzte 266. Seht nur, wir befinden uns in bester Gesellschaft. 58, ja, perfekt ist nicht, aber es ist okay. Es ist okay. Meister der Logistik. Damit haben wir die Insel jetzt erstmal fertig. Wir müssen es später dann klar noch alles optimieren. Hier brauchen wir auf jeden Fall dann die Pflanzen und alles drin. Die können wir dann uns jetzt mal von der neuen Welt vom vom Cup her organisieren lassen. Das bedeutet, die drei brauchen wir auf jeden Fall. Die dürfen jetzt in die alte Welt. Wir brauchen definitiv hier mal dann die ganzen Items. Mal schauen, ob wir die wieder so spontan zusammengefunden kriegen. Endlich können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Gut, was haben wir? Saragossa, da haben wir die. Vielleicht bringst du noch mehr frohe Kunde. 2, 3. Was fehlt noch? Den haben wir schon. 4. 5. Wunderbar. Die alte Welt. Und last but not least müssen wir jetzt hier noch neue Befehle? Eine Sache holen. Ah, da war's schon. Jawohl. Und damit sollten wir doch hier am Start sein. Das machen wir. Wie nennen wir nur diese Insel jetzt? Molgenkirke, die nennen wir so nicht. Das ist die Heuholz. Traube Heu. Das ist dann nur Farmland. Ihr Schiff ist von so der nennen wir es Farmland. Zurückgekehrt. So, die nehmen wir mal klar hier mit. So, die darf wieder und zurück. An das gute Ding. Events. Sie haben Genehmigungen, das machen wir dann gleich. Sollen wir nur kurz das Ganze hier fertig bekommen. Hier fehlt es jetzt halt an. Maschinen laufen an. An dem Ganzen, ja. Das habe ich schon wahrgenommen. Pelikan. So, und dann müssen wir hier oben beginnen. Wir. Hätte ich vorgeschlagen mit der nächsten Stadt. Die eignet sich ganz gut für einen Stadtbereich. Da. Jetzt wieder den Ölhafen. Können wir hier hin machen. Ups. Und den Ölbereich.
Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Müsste man eigentlich alles erreichen. Doch, das machen wir so, können wir es nicht gut verbinden. Das geht. Da geht's. Ah, da haben wir natürlich nichts. Mehr Druck im Kessel. 1, 2, 3, raus damit. Schauen wir auf. Naja. Wo haben wir es jetzt? So. Ihr dürft hier auch herkommen. Dementsprechend, ups, das wollte ich nicht. Hier gehen wir rein, die Tiere. So, die ersten haben wir. Pflanzen. So, wundervoll. Spezialisten dürfen dann rankommen. Im Palast freigeschaltet. Im Palast sind nicht freigeschaltet, die Spezialisten. Was ist nur da los? Wir brauchen hier noch mehr Attraktivität. Okay. Witziges Unterfangen. So. Gut, das passt hier auch. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Menschen lassen sie hochleben. So. Ja, der Upgrade-Spaß geht ja hier weiter. Ups. Da haben wir jetzt natürlich richtig Endlich viel Spaß. Können wir ein weiteres Wohnhaus auf dem Campus errichten. Gut, aber ich würde sagen, in Anbetracht dessen machen wir hier jetzt an dieser Stelle mal eine etwas kürzere Folge und einen kleinen Cut. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der nächsten Folge geht's weiter. Von daher, bleibt gesund. Bis bald, euer Captiver.